Ich bin der Simon und ich spiele E-Bass. Gib mir alles ist mein Favorit. Ist einfach musikalisch für mich super besonders und hat einfach so die Momente, die ich in einem Song auch suche. Und haben wir auch zusammen im Proberaum geschrieben. Und glaube ich, deshalb ist es nochmal so ein Ding, was den Song für mich einfach so wichtig macht auch. Mein Lieblingsvideo ist Nichts ist gut genug, weil es einfach so ein roughes Video ist. Und da, ich glaube, in diesem Video sieht man uns als Band so, wie wir auch eigentlich sind. Und das finde ich, glaube ich, im Video super wichtig, wenn es rüberkommt quasi. Es ist schon viel geschauspielert, aber der Song und das Video haben so ein paar Momente, die irgendwie so voll hervorbrechen. Sei es Tobi, wie er auf dem Schlagzeug einfach rumhämmert, wie einfach der übelste Schlachter. Das ist einfach irgendwie, das ist super lustig einfach. Am meisten beeinflusst hat die Band in letzter Zeit Foo Fighters. So wie immer. Ich höre seit 2 Jahren kein Foo Fighters mehr. Na Quatsch. Okay. Die Band am meisten beeinflusst hat in letzter Zeit der Wechsel der Sprache. Dass wir einfach von einer englischen Rockband auf eine deutsche Rockband umgeswitcht sind. Und da hat sich auch so viel am Songwriting geändert und auch an den gespielten Songs einfach alles, die ganze Struktur, und es ist jetzt irgendwie noch mehr Charakter irgendwie, den man durchhört, und ich habe das Gefühl, es ist nicht mehr so Mucke von der Stange so, ich kann mich damit sehr gut identifizieren, und ich glaube, das merkt man gerade, und ich glaube, dass wir uns sehr einig sind, was wir gerade tun, auch als Band. Tausende, aber ich glaube, die Band, die mich am meisten geprägt hat und inspiriert, ist einfach Red Hot Chili Peppers, die höre ich schon ewig. Und Rage Against the Machine, einfach krasseste Band. Fettester Sound, wenn man sich mal das erste Album anhört, das ist einfach, wie kann man sowas machen? Das ist einfach fett. All-Time Favorite Album Stadium Arcadium, Red Hot Chili Peppers. Ich glaube, das ist das Album, was mich, das habe ich so oft gehört wie kein anderes Album. Gerade höre ich viel Bring Me The Horizon wieder. Und da das neue Album Amor, das finde ich ziemlich fett eigentlich. Ist mal was anderes. Gefällt mir ganz gut. Am meisten am Musik machen inspiriert mich einfach die Arbeit mit anderen Menschen und Bandmitgliedern. Das ist einfach, ich glaube, wenn man zusammen im Raum steht und irgendwie auf seinem Instrument spielt, ist gleich ein ganz besonderes irgendwie Feeling so. Und das ist, glaube ich, für mich das Besondere am Musik machen, einfach der Austausch mit anderen Musikern. auf einer Bühne stehen, ich glaube, würde ich Nolly von Periphery nehmen. Ich glaube, es ist einfach ein krasser Dude. Das war auf jeden Fall ein krasser Gig mit allem, was ein guter Gig braucht. Sei es von das komplette Klo läuft über oder keine Leute im Publikum, ich weiß nicht. Die ganze Autofahrt dahin war, glaube ich, schon ein großes Fest. Gehe ich nach Hause. Ganz klar, DJ Bobo. Geilster Typ. Mein Leibgericht ist und wird immer Milchreis bleiben. Unser geilster Gig war auf dem Kröpke, vor 2 Jahren, glaube ich, war das. Das war richtig fett. Große Bühne, geiler Sound, viele Leute da, guter Slot, lange Spielzeit.
klar. ich würde gerne mal nach Amerika, glaube ich. So Florida, ich glaube, das fände ich mal richtig cool. Ozzy von Ignore the Sign. Den würde ich gerne grüßen. Prozent Rock. Hashtag mehr Brettnummern.